Es wäre nett, ein haariges Bachstelzenkostüm zu besitzen, aber die Mammuthaare wollen einfach nicht am Anzug kleben bleiben. Genau, jetzt brauchen wir nämlich noch etwas, um die Mammuthaare zum Kleben zu bringen. Das heißt, wir müssen weitergehen. Aber nicht in die Richtung, ich glaube in die andere Richtung. Wo müssen wir hin? Ach, da oben lang, stimmt. Dieser Ort weckt den Sinn für Wunder. Ja, mit der Gruppe. Man muss sich wundern. Diese Schlange bewegt sich nicht gerade schnell. Das Gleiche kann man auch von der Rahmenhandlung behaupten. Ja. Das ist nicht witzig, Max. Also ja, wir können theoretisch hier jetzt Zeug rausholen. Das ist eine gute Idee. Nur zu doof, dass sich die Zange nicht über den Rand biegen lässt. Genau, wir müssen das nämlich anders machen. Du musst mindestens so groß sein. Ja. Bungee. Scheint, als ob uns dieser Fahrstuhl direkt in Washingtons Nase bringt. Genau, da wollen wir auch hin, nach in Washingtons Nase. Sie ist wohl die verantwortliche Person hier oben. So, nehmen wir gleich sicherheitshalber mal die Zange, dass wir sie griffbereit haben. Bungee-Seil. Und da sollten wir erst einmal mit ihr reden. Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin olympische Bungee-Springerin und ich weiß alles, was man über Bungee nur wissen kann. Seit wann ist Bungee eine olympische Disziplin? Nun, sie scheint's zu glauben. Reicht doch, oder? Was muss ich tun? Man müsste das Grundprinzip verstanden haben. Du legst dir die Bungee-Ausrüstung dort hinter der Kleiderwand an. Und wenn du soweit bist, musst du in die große Teergrube springen. Aber so ein großer, starker Haufen Fell wie du wird wohl kaum Probleme damit haben. Ja, hört sich einfach an. Sieht gefährlich aus. Wir sind Vertreter des Gesetzes. Wie viel müssen wir bezahlen, wenn wir mal Bungee springen wollen? Begeisterte Vertreter des Gesetzes. Ihr könnt springen, so oft ihr wollt. Ich habe eine Vorliebe für Hund-Hase-Teams. Verrückt. Ich find's in Ordnung. Hey, da unten ist immer noch dieses haarige Schwein. Das ist das Schöne am Teer. Es hat immer die richtige Konsistenz und Temperatur. Es können Tage vergehen, bis du zu tief sinkst, um dich noch zu finden. Überzeugt! Packen wir es an! Wieso habe ich noch nie vom olympischen Bungee gehört? Es ist eine neue Disziplin. Mal was anderes als immer nur Leichtathletik und Gymnastik. Mich haben sie um 2.15 Uhr morgens live übertragen, gleich nach dem 400 Meter Schnellstricken. Ich glaube nicht, dass das Olympia war. Diese Frau schafft mich. Erstaunlich, dass dich überhaupt eine Frau schaffen kann. Meine Nase läuft. Wessen nicht?
gutes Argument. Bis dann, Süßer. Ja, dies steht auf Sam. Hör auf damit. So, was meinst du? Steht dir hervorragend. Oh, sei vorsichtig, sie könnte uns schubsen. Das ist eine Gefahr, die ich jeden Tag durchstehen muss. Nun, Max, was meinst du? Wie James Bond. Bist du sicher? Jimmy wäre jetzt sicherlich nervös. Aber mach trotzdem ein wenig hin. Ich glaube, du fängst an, Zeit zu schinden. Jimmy. Schnuckelchen. Oh je. Wer schindet Zeit? Ich warte nur darauf, dass mein Kumpel zusammen mit mir diese spektakuläre Aussicht genießt. So, dann benutzen wir das Bungee-Seil. Und Max benutzt den Becher, damit wir an den Tier kommen. Gut. Dann ziehen wir diese Verkleidung wieder aus. Also die Schutzausrüstung. Es ist ein Haufen Teer. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach ganz schnell wieder hier. Fahren zurück zur Yeti-Party. Da steht Egger was Elgnui nie. Hört sich jazzig genug an. Lass uns gehen. Jetzt haben wir erstmal Bumpes Toupee. Das ist Conroys Toupee. Das können wir erstmal. Okay, ich habe Conroys Toupee an dem Bachstelzenkostüm befestigt. Es ist ein Bachstelzenkostüm mit einem Toupee. Mhm. Das können wir jetzt mal schon mal grob anziehen, oder? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay. Es ist ein Haufen Teer mit Haaren. Großartig. Nun haben wir ein Bachstelzenkostüm mit Teer und Mammuthaaren. Genau. Es ist ein Bachstelzenkostüm mit einem Toupet bedeckt mit Teer und Mammuthaaren. Mhm. Damit sollten wir diese Dinge durch. Kann man nicht zusammen benutzen. Gehen. Ich wüsste niemanden, den ich anrufen könnte. Stopp. Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Stopp. Was ist? Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen passieren. Da noch was? Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Nein, ich muss einfach Max noch damit kombinieren. Hey, das ist wirklich mal ein überaus nettes Yeti-Kostüm.
Wenn ich Lust hätte, nett zu euch Verrückten zu sein, dann würde ich euren Einfallsreichtum damit belohnen, euch reinzulassen. Ja. Nur reicht das halt nicht. Wir müssen erst ihm noch etwas Nettes tun. Und das können wir, da er sich ständig an die Probleme mit den Füßen hat. Hier, bitte. Ihm mal eine Feile geben. Oh. Ja. Das ist fantastisch, wirklich großartig. Ich stehe in eurer Schuld, Mädels. Stopp! Nur Yetis und ihre Begleitung dürfen hier durch. Warum lässt du uns nicht rein? Nach all dem, was wir für dich getan haben. Ich würde ja gerne, aber ihr seht ja nicht einmal ansatzweise aus wie ein Yeti. Die könnten mir meinen Mitgliedsausweis wegnehmen. Ja, guter Punkt. Das heißt, wir haben nur jetzt die Möglichkeit, reinzuschlüpfen. Ich glaube, wir könnten mal reinschlüpfen. Oh, guck mal, wie happy er jetzt ist. Hey, das ist wirklich mal ein gelungenes Yeti-Kostüm. Ich lasse euch damit zur Party. Gut, das heißt, wir können jetzt hier rein. Sieht so aus, als ob etwas Wichtiges passiert. Vor 100 Jahren schien es so, als ob unsere Zeit sich dem Ende zuneigen würde. Wir haben die Zeichen des bevorstehenden Untergangs übersehen. Wir dachten, die Menschen würden sich sehr langsam entwickeln, sodass die Folgen, die ihre Verschwendungssucht nach sich zieht, Probleme wären, die folgende Yeti-Generation zu lösen hätten. Zufrieden lehnten wir uns zurück und ignorierten die innere Stimme, die nach Taten rief. Tradition und Lebensstandard waren unsere Entschuldigungen für die Selbstgefälligkeit. Der Umstand, dass wir nicht nur unseren Lebensstandard, sondern unser aller Leben und alles, was je in unserem Besitz war, verlieren können, zwingt uns zum Handeln. Eine Realität stürzt auf uns ein, die wir nicht länger ignorieren können. Wie sich herausstellte, haben sich die Menschen und ihre Technologie schneller entwickelt als wir. Viel schneller, als wir annahmen. Und jetzt stehen wir nur wenige Schritte vom Abgrund entfernt. Wenn wir nicht alle am selben Strang ziehen und endlich Taten folgen lassen, sie mit Herz und Verstand in Angriff nehmen und das Ziel nicht verlieren, dann werden wir zurückfallen und uns selber dem Untergang weihen. Große Yeti-Rede. Aber jetzt erstmal wieder ein wenig Musik. So, wir können hier mit ihm, können wir nicht reden, können wir ihn anziehen? Nö. Oder? Doch. Er sieht auf unersättliche Weise glücklich aus. Geniale Choreografie. Chateau Yeti 92. Ein grauenhaftes Jahr. Ja. Den sacken wir schon mal ein, den Wein. Den brauchen wir nämlich. Mit dem können wir reden.
Es scheint keiner bereit zu sein, seine Partnerin für ein schnelles Boogie-Woogie-Intermezzo abzutreten. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Entschuldige, hallo? Ja? Haben wir uns nicht letzten Sommer in Cancun getroffen? Das kann nicht sein. Ich hing kopfüber in einem Eisblock letzten Sommer. Ach, das ist der Yeti vom Vortex. Wie ist das denn passiert? Oh, das Übliche. Ich wanderte so durch die Anden, dachte an nichts Böses, als so ein bescheuerter Bergsteiger vorbeikam und schrie, hey, das ist ein grauenhafter Yeti. Das Letzte, an das ich mich erinnern konnte, war diese Lawine und ich wurde von 10 Metern Schnee begraben. Als ich aufwachte, fand ich mich beim geheimnisvollen Wirbel wieder, kopfüber in einem Eisblock. Ja. Du bist der dünnste Yeti, den ich je gesehen habe. Ich faste vorsichtshalber für den Tag, an dem die Außerirdischen uns erretten werden. Okay, die Außerirdischen, die sind wir ja schon... Hey, es ist der grauenhafte... Graupenhalft... Grauenkraf... Ach, vergiss es. Hat sich Bruno hier blicken lassen? Könnt ihr was für euch behalten? Bruno ist in einer streng geheimen Mission zum Heimatplaneten der Außerirdischen unterwegs. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Ich glaube, der hing zu lange kopfüber. Hast du Brunos Freundin hier irgendwo gesehen? Sie hilft Bruno bei der Kontaktaufnahme mit den Außerirdischen. Oh, ja. Du bist nicht zufällig irgendwo über Conroy Bumpus gestolpert. Nein, aber ich weiß, mit ihm umzugehen. Es ist fatal für ihn, mit Eis in Berührung zu kommen, wie für alle Lebewesen des bösen Planeten Snarkton. Genau, Bumpus ist vom bösen Planeten Snarkton. Wir notieren uns das. Gut. Ich komme wieder, keine Frage. Er sieht zu viel fern. Was ist mit ihr hier? Sie sieht auf beängstigende Weise freundlich aus. Hey Süße, was sagen deine zarten Lippen zu diesem Körper? Vanua tu's Eigentum. Vanua wer? Vanua tu. Der Yeti-Häuptling. Der Typ, der die Rede gehalten hat. Mein Ehemann. Ups. Mach dir nichts draus, Kleiner. Wenn ich einen Baum für jede Anmache eines Jugendlichen bekommen hätte, dann wären wir heute nicht in so einer Situation. Verstehst du? Okay. Nicht ganz. Was sagst du zu den deprimierenden Yeti-Schlagzeilen von heute? Gott, ich dachte schon, ich lebe nicht mehr lange genug, um dich das nochmal sagen zu hören. Die Antworten erwähnte mein Mann schon in seiner Ansprache. Alle an einem Strang ziehen, die Gelegenheit ergreifen, den Untergang verhindern. Ja. Und wenn das alles nicht weiterhilft, fressen wir alle Menschen auf. Das ist immer natürlich die beste Möglichkeit. Wow, dein Haar riecht... unglaublich.
Du solltest mal mit meiner Haarspezialistin Janet reden. Sie leistet erstklassige Arbeit. Ja, es war erst im vergangenen Herbst. Sie wusch mir den Kopf, da sagte ich, Janet, du bist wirklich die beste Haarspezialistin, die ich kenne. Dann wagte sie zu sagen, wow, wow, wow. Darauf erwiderte ich wiederum, balla, balla, balla. Dann wagte sie zu sagen,